Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stellaris. Wir befinden uns in der Folge 0 für das jetzt im Anschluss veröffentlichte und zumindest die ersten Folgen veröffentlichten Let's Play Together zusammen mit dem Ragnar, Dr. Wolfsherz und Rado. Und wir haben uns entschieden, dass wir alle jeder eine sogenannte Folge 0 machen, indem wir ganz kurz ein paar Gedanken teilen und unser Volk jeweils vorstellen. Ursprünglich war die Idee, okay, jeder stellt sein Volk in der allerersten Folge vor, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir können sie uns nicht angucken, die anderen Völker, und würden gleich am Anfang jeden anderen langweilen, weil wir dann vier Monologe haben, wo man nichts sieht. Bis auf von dem, der gerade erzählt in seinem entsprechenden Video. Ich werde dementsprechend auch die jeweiligen Kanäle der anderen drei natürlich unten in der Beschreibung verlinken. Jetzt aber zu meinem Volk. Ich war am Überlegen, ob ich vor der Veröffentlichung von Overlord bereits das Video aufnehme, aber da ja neue Optionen hinzukommen, habe ich das Ganze ein bisschen nach hinten geschoben. Und das war auch gut so, weil ich mich für eine der neuen Optionen, die es gibt, mit entschieden habe. Außerdem muss man mal so ein bisschen nachgucken, was vielleicht verändert wird. Und ich habe beim Drübergucken auch gesehen, dass die eine oder andere Eigenschaftsmöglichkeit so verändert wurde, wo ich mir gesagt habe, okay, das wäre jetzt für zumindest für den Start, für mein Volk, keine gute Idee. Ja, ihr seht, wir haben die Tendrakian Shipping Alliance. Ich habe mich dazu entschieden, eine Handelsliga zu nehmen. Wir haben mehrere Testspiele gehabt und ich habe für die verschiedenen Testspiele auch einige andere Rassen erstellt, die man hier auf der linken Seite durchaus sehen kann. Und davon sind nicht einmal mehr alle verfügbar, wie zum Beispiel hier die Dahesh Cleansers oder die Chazarak Compilers. Da sind irgendwelche Einstellungen so verstellt worden mit dem DLC, dass sie gar nicht mehr verfügbar sind. Ich habe mich so ein bisschen durchgetestet, was könnte man ja nehmen. Und die Unternehmen, die Handelsligen, die fand ich eigentlich eben schon mal sehr interessant. Im Einzelspieler ist das manchmal so ein bisschen frustrierend mit denen, aber vielleicht sind sie im Multiplayer wesentlich interessanter. Dabei hatte ich mir eine erstellt, hier die Prophets of Mekon müssten das sein, der subversive Kult. Die haben einen, nicht nur einen religiösen Hintergrund, sondern auch einen kriminellen Hintergrund, womit man aber, bin ich ganz ehrlich, ich merke das, wenn ich selber spiele und so eine kriminelle Organisation sich bei mir in die Welten einkauft, das macht keinen Spaß. Und da ich mich dann natürlich auf den Welten der Mitspieler einkaufen möchte, habe ich gesagt, okay, das wird dann keine kriminelle Organisation, sondern es muss was Positives irgendwo sein, damit sie möglichst wenig Kriegsgrund gegen mich haben. Mal gucken, ob sich das hält. Ja, also wie gesagt, ein Unternehmen. Unternehmen haben den Vorteil, dass die monatliche Einigkeit schneller anwächst, man damit wesentlich schneller, was heißt wesentlich, 10% ist jetzt nicht der Riesenbonus im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, aber womit man halt schneller seine Traditionen ausbauen kann und Aufstiegsvorteile bekommen kann, die einem dann interessante Boni geben und mit denen man das Volk noch wesentlich stärker in eine bestimmte Richtung zwingen kann. Und zumindest der aktuelle Plan jetzt am Start, und ich gehe davon aus, dass der sich nicht halten wird oder nicht komplett halten wird, dass wir in die starke Genveränderung der Völker gehen. Das ist meine Lieblingsrichtung. Aber wie gesagt, man muss gucken, wie sich das Spiel ergibt. Wir haben bereits drei Folgen aufgenommen und nach den drei Folgen würde ich sagen, kann ich den Weg gehen. Wenn ich also höre, wie die anderen so ihre Probleme haben oder auch ihre Erfolge, je nachdem, wie man es sehen möchte, kann es sein, dass ich da irgendwo umplanen muss. Das Gute ist, dass ich notfalls von der Handelsliga auf eine andere Regierungsform wechseln kann. Das ist im Spiel möglich. Ein weiterer Nachteil der Handelsligen ist, oder der Unternehmen, die Reichsgröße. Ich werde relativ schnell mit diesem plus 25% dort an Grenzen stoßen, wo dann die anderen sich weiter ausdehnen können, ohne dass ihre Ressourcenproduktion beeinflusst wird. Da mal gucken, wie stark sich das auswirkt. So, wir sind freie Händler. Ich möchte auf möglichst viel Geld gehen, um mir diese Ressourcen dementsprechend kaufen zu können, um dann zu sagen, okay, dieser Malus durch die Reichsgröße,
der zustande kommt, der interessiert mich nicht. Ich kaufe die Sachen einfach ein. Und dafür brauche ich einen hohen Handelswert, der halt möglichst viel den dementsprechend erzeugt. Und ich brauche Zweigstellen, die ich bei anderen öffne, die dann einen möglichst hohen Wert erzeugen, den ich dann halt wieder, wodurch die Mitspieler zwar auch einen Handelswertbonus bekommen, aber umso höher der Handelswert des Planeten ist, umso mehr Geld bekomme ich aus dieser Zweigstelle heraus. Und dementsprechend hoffe ich da halt, eine gewisse Synergie zu schaffen. Und wenn ich friedlich mit denen bin und noch Handelsverträge haben, steigt der ganze Wert. Und man sieht, wie sich das Ganze so hoffentlich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Das hilft natürlich in absolut keinster Weise bei irgendwelchen Kämpfen. Auch hier Markenloyalität, monatliche Einigkeit, um den Boost, die 10% der Handelsliga des Unternehmens nochmal zu steigern. Hoffe ich auch dort, dass ich daraus profitieren kann. Und die Erlassfonds sind etwas, was ich früher noch gar nicht kannte. Das habe ich erst in den Testspielen mit den anderen festgestellt, dass es das gibt. Das ist ein positiver Nebeneffekt, damit man, ich möchte sagen, auf eine wesentlich bessere und einfachere Art jetzt alles erlassen kann. Alles erlassen, ja. Okay. Die dann würde ich halt mein Reich in eine bestimmte Richtung boosten kann. Und es kann durchaus sein, dass man sehr schnell an Grenzen stößt. Aber diese Erlässe können halt enorm hilfreich sein, um bestimmte Sachen zu forcieren. Zum Beispiel, wenn man mehr Stationen benötigt, um das Limit zu erhöhen, indem man noch keine Einbußen auf die Ressourcen bekommt. Also auch da hoffe ich mir so einen gewissen kleinen Boost. Wir sind einfach autoritär. Damit haben wir einen unterschiedlichen Lebensstandard, den brauche ich, glaube ich, nicht so wirklich. Aber ich finde es interessant, dass ich andere Alien-Rassen versklaven kann. Da gibt es dann anschließend noch beim Unternehmen einen schönen Bonus, der damit einhergeht. Und ich muss nicht xenophil dafür sein. Xenophob, so rum war es. Das heißt, ich kann Aliens zwar versklaven, ich muss aber nicht aggressiv spielen in dem Fall. Sondern wenn die zu mir kommen, okay, dann habe ich halt als Standard, okay, sie kommen als Sklaven zu mir. Und es gibt eine schöne Option, die habe ich gewählt, irgendwie Vertragssklaverei oder so. Da muss man sich halt rollenspieltechnisch so ein bisschen vorstellen, okay, wenn sie zu mir kommen, dann unterschreiben sie irgendwelche Verträge und sind an die gebunden und Es ist nicht wirklich Sklaverei, sondern aufgrund der Gesetzeslage und sonstigem sind sie vielleicht ein bisschen benachteiligt. Okay, ja, dafür können wir keine Demokratie sein. Gut, wir sind Unternehmen, aber autoritär kann keine Demokratie sein. Außerdem haben wir ein bisschen mehr Einfluss. Einfluss ist ganz schwer zu generieren. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Es sind aber weniger. Immerhin kann man sagen, okay, in den letzten DLCs, mit den letzten Updates wurden die Orte, wo man Einfluss benötigt, abgebaut, sodass es jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist. Aber lange Zeit werde ich trotzdem dran knabbern, dann genug dran zu tun zu haben. Und ein bisschen mehr Ressourcenproduktion ist natürlich auch nicht schlecht. Apropos Ressourcen, wir sind materialistisch. Ich meine, wir sind ein Unternehmen, natürlich sind wir materialistisch. Damit haben wir akademische Privilegien als Lebensstandard. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das sind die, die ich aktuell zum Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, in unserem Let's Play auch aktiv habe. Womit vor allem die oberen Gesellschaftsschichten bevorteilt werden und die unteren halt jetzt vielleicht nicht ganz so viel zu sagen haben, kann vorkommen. Nachteil oder Vorteil, ich kann KIs und Roboter nicht ausschließen. Das habe ich durchaus gesagt, okay, wir haben Sklaven, wir werden Roboter mit dazu nehmen, denen man auch noch eine richtige KI geben kann. Also sie können richtig intelligent werden und die werden dann anschließend auch in die entsprechende Schiene reingepackt, so dass sich das Ganze also irgendwo in dem Bereich bewegt. Außerdem kann man die Roboter oder die KIs jeweils herstellen. Man kann also forcieren, dass die wirklich schneller produziert werden.
Und zusätzlich ein bisschen mehr Forschungsgeschwindigkeit und natürlich, wie man sieht, der Unterhalt der Roboter ist günstiger. Ich muss halt bloß darauf achten und daran denken, dass ich dann auch in die entsprechenden Forschungen investiere. Und die Roboterforschung, die konkurrieren meistens mit anderen sehr schönen Forschungen. So, was macht unser Volk aktuell aus? Wir sind Reptilien, das ist noch so ein... Ja, das ist noch so ein Rest von dem vorherigen Ursprung, den ich hatte. Denn ich dachte mir, okay, was könnte ein interessanter Ursprung sein? Es gibt seit dem folgenden DLC, gibt es die Möglichkeit, mit einem Drachen im System zu starten. Den hatte ich genommen und dachte mir, okay, wenn da so ein Drache im Weltraum unterwegs ist, dann nehme ich auch Drachen und Drachen, Reptilien so als grobe Verbindung. Darum habe ich jetzt auch auf Reptilien gelassen, vor allem da wir zumindest unsere Bilder hier oben untereinander geteilt haben. Nicht, dass das irgendwas aussagen würde, was das Volk ist. Und ich da den Hintergrund der Flagge nochmal angepasst habe mit dem neuen DLC. Da sind neue Sachen hinzugekommen. Fand ich jetzt so in dem Fall besser, vor allem, wenn man sich das hier anguckt. Das könnte Komet sein oder... Ich fand, dass das passt irgendwie zum Katapult zu den Sternen. So, etwas, was ich jetzt inzwischen so ein bisschen bereue, ist gemeinschaftlich die Bewohnernutzung von Gebäuden. Das war früher aus meiner Sicht stärker. Inzwischen werden Bauplätze vornehmlich über den Bau von Stadtvierteln auf Planeten freigeschaltet. Und man hat dann einen enormen Bevölkerungsüberschuss üblicherweise, wo ich dann sage, ich weiß nicht mehr, wohin damit. Das Ganze aus der Spezies rauszukriegen ist zwar möglich, aber nur über genetische Veränderungen ganz, ganz spät. Das heißt, ich werde aller Voraussicht nach ein bisschen Probleme haben mit Überbevölkerung auf meinem Planeten, die keine Arbeit haben. Da muss ich gucken, wie ich das irgendwie hinbekomme. Noch keine Ahnung, das muss ich im Laufe der Zeit zeigen. Vermutlich werde ich schlicht und ergreifend zur Bevölkerungskontrolle auf Planeten greifen müssen. Es wird vermutlich nicht anders gehen. Außerdem sind meine Leute sesshaft. Ich finde, das ist für mich persönlich recht gut. Ich setze jetzt nicht darauf, dass meine Leute sich großartig durch die Gegend bewegen oder dadurch großes Bewohnerwachstum durch Immigration haben. Ist jetzt vielleicht mit dem gemeinschaftlichen nicht ganz so gut der Bonus, aber sesshaft ist eine negative Eigenschaft, die können wir relativ schnell rauszüchten. Die werden wir schnell los. Und dann haben wir dieses Problem nicht mehr. Fügsam fand ich für mich ganz wichtig, weil wenn ihr euch noch daran erinnert, das Unternehmen hat durch die Reichsgröße Probleme. Und wenn ich ein bisschen drücken kann, dass die Reichsgröße durch die Anzahl der Bewohner steigt, dann stoße ich nicht so schnell auf die höheren Kosten, die sich daraus ergeben. So, nicht anpassungsfähig ist von mir gerne genommen. Bewohnbarkeit minus 10%, das klingt anfänglich ziemlich schlecht. Es gibt aber so dermaßen viele Technologien, mit denen man die Bewohnbarkeit von Planeten verbessern kann und später sogar das terraformieren kann und Gaia-Planeten daraus machen kann. Und mit der entsprechenden Forschung kann man die Bewohnbarkeit oder die Bewohnungs... Ja, also die Vorzüge bzw. die bevorzugten Planeten seiner Bevölkerung anpassen. Dass man sagen kann, okay, diese minus 10, die sind am Anfang so ein bisschen hinderlich, aber auf Dauer spielt das keine Rolle. Das bringt also ein bisschen Bonus hier bei den Punkten. Außerdem sind wir sparsam, da kommen wir wieder zum Handelswert hier zurück. Da ist der Handelswert. Dass wir möglichst viel Energie und somit indirekt Geld generieren. So, die aride Welt, das ist so ein bisschen rollenspieltechnisch in dem Moment. Reptilien mögen es dann eher trocken, also sage ich, okay, das kommt von einer trockenen Welt. Das Schiffsdesign hat den Reptilienstil. Hat keinerlei spieltechnische Auswirkungen, bloß auf die Optik. Und wie gesagt, Katapult zu den Sternen.
ihr beginnt mit einem zerstörten Quantenkatapult in der Nähe. Das ist wirklich nur ein System entfernt. Man hat bereits die Technologie, das Ding zu reparieren. Es kostet bloß verdammte 2500 Legierungen. Die habe ich immerhin nach 3 Spielsitzungen und nach 3 Folgen fast zusammen, um das Ding bauen zu können. Was man damit machen kann, ist, man schickt eine Flotte hin und sagt, ihr fliegt jetzt dorthin. Und dann werden die gewissermaßen ins Katapult geladen, so vom allgemeinen Verständnis sehe ich das so. Und die werden dementsprechend, wie weit man auch immer man das Ganze einstellen möchte, dann durch die gesamte Galaxie geschleudert. Mit dem Nachteil, umso weiter entfernt, umso unpräziser. Aber man kann so mit großer Wahrscheinlichkeit Feindflotten umgehen und zum Beispiel zumindest in der Nähe von irgendwelchen wichtigen Systemen von denen landen, ohne sich erst durch diverse lange, schwierige Systeme zu kämpfen und auf deren Flotten zu stoßen, sondern meinetwegen gleich ins Heimatsystem vorzustoßen. Außerdem hat es den Vorteil, dass das neue Sternbasen benachbarten System 75% weniger Einfluss kosten. Das muss man ganz vorsichtig genießen. Das heißt nicht, dass gleich das erste System außerhalb der eigenen Grenzen diese 75% Bonus bekommt. Nein, das gilt für alle darauffolgenden. Das ist dahingehend wichtig, dass umso weiter von den Grenzen man weg siedeln möchte oder ein System erobern möchte, mittels Bauschiff, mittels Sternenbasis, umso teurer wird das. Das steigt, ich habe das Gefühl, exponentiell an, vermutlich steigt das bloß linear an, aber es wird trotz allem immens teuer an Einfluss und wie ich vorhin schon sagte, Einfluss ist nicht gerade leicht zu bekommen. Also dieser monatliche Bonus, der ist für die direkt anschließenden Systeme, wenn wir jetzt bloß über diesen Bonus hier sprechen, müsste ich dafür ein paar Jahre lang ansparen. Also es dauert schon eine Weile, bis man das Ganze zusammenbekommt und dementsprechend, ich hoffe, man kann Forschungsschiffe und Bauschiffe auch mit dem Katapult wegschießen und dann könnte man dementsprechend hoffentlich halbwegs, wie gesagt, halbwegs günstig in weit entfernten Gebieten sich an einem attraktiven Platz was Neues aufbauen, zusätzliches aufbauen und dann, wenn noch andere Megastrukturen, nämlich die Sprungportale hinzukommen, dass man das ausnutzen kann. Weil dann schrumpft die Distanz zwischen den entsprechenden Systemen so dermaßen, dass man einmal Leute hinschickt. Ja, das ist teuer, der erste Aufbau, aber danach einen schönen, günstigen Weg hat. Insgesamt möchte ich aber nach Möglichkeit keinen Krieg führen. Höchstens als Verteidiger, beziehungsweise als Kumpan von einem der anderen drei. Und mich so ein bisschen durchmogeln bis zum Ende des Spiels, wann auch immer wir das machen werden. Gut, jetzt habe ich euch fast 20 Minuten das Ohr abgelabert. Im Anschluss an die Veröffentlichung dieser Folge sollte gleich die nächste Folge kommen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, bei den dreien und bei mir zuzusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dann, euer China Tiger.